Das große Let's Dance Finale und es wird heute richtig emotional. Ich bin auf jeden Fall sehr nervös. Und noch ein letztes Mal Tango tanzen. Und die Entscheidung, wer am Ende das Ding gewinnen wird, wird natürlich richtig spannend. Dancing Star 2024 ist... Und damit herzlich willkommen alle miteinander zum letzten Mal für dieses Jahr, zu Let's Dance 2024. Wie immer habe ich euch natürlich die komplette Folge in der Videobeschreibung verlinkt und ich kann euch wirklich nur sagen, es lohnt sich das Ganze anzugucken. Gerade die letzten Tänze, die Freestyles, waren absolut geil. Weltklasse. Ich werde euch aber natürlich trotzdem, so gut es mir möglich ist, einen kleinen Abriss über den Abend geben und euch am Ende sagen, wer gewonnen hat. Also bleibt auf jeden Fall dran. Und für alle, die jetzt eventuell fragen, nächste Woche die Profi-Challenge, die kann ich leider nicht machen. Also da wird kein Video zu kommen von mir, weil nächste Woche Freitag wird meine Mama 60 Jahre alt und da werde ich natürlich dann nicht vor RTL sitzen und dieses Video machen können. Da werde ich natürlich dann bei meiner Mama sein. Ansonsten würde ich mich natürlich zum Abschluss dieser Let's Dance-Saison sehr über ein bisschen Feedback und einen Daumen nach oben freuen. Vielen, vielen lieben Dank für all eure Unterstützung. Es war wieder ein grandioses Jahr und ich hatte wirklich viel Spaß. Und bevor wir jetzt zu den Tänzen kommen, fangen wir an mit einer Kleinigkeit, denn es gab eine kleine Info bezüglich Toni Bauer. Ach so, da war doch was, oder? Ja, ich darf in der Jury vom Supertalent sitzen. Yay! Yeah! Und wir freuen uns so sehr. Und was soll ich sagen? Ich wünsche dem Toni natürlich alles, alles Gute und ganz viel Spaß. Ich glaube wirklich, das ist einer der schönsten Jobs, die man eigentlich nur haben kann. Also genießt das auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir zu den Tänzen, denn jeder Finalist, wir haben ja noch Detlef, Gabriel und Jana, jeder Finalist hat in dieser Show, an diesem Finale, drei Tänze, die er tanzen muss. Und wir fangen an mit Gabriel und das ist der erste Tanz, der Jury-Tanz. Ihr solltet eure Samba tanzen. Yes, ey, das ist mega. Ich werde hauptsächlich fokussieren heute über das Grundrhythmus. Da hat er ein bisschen Schwäche gezeigt. Das bedeutet, die Jury, die legt einen Tanz fest, die beiden dann nochmal wiederholen müssen. Und hier ist es eben die Samba. Und weil es der Jury-Tanz ist, gibt es auch noch besondere Einschränkungen. Unsere Einschränkung ist tatsächlich keine Hebefigur. Man muss beide Füße haben oder zumindest ein Fuß haben auf die Tanzfläche. Das bedeutet, in diesem Tanz, in dieser Samba, mussten wirklich viele Schritte, viele Grundschritte und viele Figuren vertanzt werden. Aber wenn Gabriel und Malika eine Sache zusammen können, dann ist es richtig gut tanzen. Und so ging der Auftritt auch richtig gut weiter. Man muss einfach sagen, Gabriel hat so unfassbar die Musik im Blut. Wenn man sich das so anguckt, dann kann man schon fast ein bisschen neidisch werden. Und ich denke, es ist auch nicht wirklich überraschend. Wir sind hier im Finale und diese Samba, die war, ja, wie würde Maurice sagen, Weltklasse. Ich glaube, das ist mein neues Lieblingswort. Und auch wenn keine Hebefigur erlaubt war, weil ja beide Beine auf dem Fußboden bleiben müssen, die Malika hat da trotzdem eine Kleinigkeit noch reingekriegt, ist eben auch keine Hebefigur. Und damit hat der Gabriel und die Malika ihren drittletzten Tanz aufs Parkett gezaubert. Und ich kann euch sagen, das hat nicht nur mir gefallen. Ich hoffe natürlich, es hat euch auch gefallen. Es hat aber ganz besonders der Motzi gefallen. Natürlich, aber deine Hüfte sind ausgeflippt. Sag mal, ich muss es für mich sagen, es gab in Let's Dance nie eine bessere Samba. Ever, ever, ever. Was ist das wirklich für ein grandioses Lob? Und damit geht es dann rein in den Abend, ja, in die Nacht für die beiden. Das ist natürlich der perfekte Start.
Vor allen Dingen, weil der Lambi das Ganze auch noch bestätigt. Dass das, was Mozzi sagt, ich unterschreibe, das war die beste Samba in 17 Jahren von allen Kandidaten. Nicht wirklich groß verwundern dürfte euch natürlich jetzt die Punktzahl, aber meine liebe Jury, bitte die Punkte. Yes! Mozzi Mabuse. 10! Und Joachim Lambi. Yes! Wir machen auch direkt weiter mit dem zweiten Tanz von Gabriel. Und bevor der losgeht, haben Gabriel und Malika nochmal ihre besten Szenen gezeigt bekommen. Und das in so einem kleinen Kino. Und da ist der Gabriel natürlich auch schon ein bisschen wehmütig. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig für mich, irgendwie jetzt zu verstehen, dass das die letzte Woche ist. Aber das Ganze ist nicht nur für den Promi etwas Besonderes. Malika war ja noch nie in einem Finale und die lebt gerade auch ein bisschen ihren Traum. Und dass das jetzt alles vorbei sein soll, das ist für sie auch ein bisschen schwierig. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr nervös. Und noch ein letztes Mal Tango tanzen. Ein letztes Mal diese Emotionen spüren und ob wir gewinnen, ob wir verlieren. Ich glaube, diese Verbindung zwischen uns, die wird immer bleiben. Ich muss auch gestehen, Gabriel und Malika sind wirklich ein richtig schönes Paar zusammen gewesen. Und dann dürfen sie auch ihren Lieblingstanz tanzen. Und die haben sich ausgesucht, ihren Tango. Und ich finde hier, auch wenn die Szene jetzt wieder nicht so übertrieben, ja, ereignisreich war, ich finde einfach, man sieht sehr gut, der Gabriel, der kann das richtig gut, aber der kann nicht nur gut tanzen, der kann das auch richtig gut rüberbringen. Es ist auch wirklich bemerkenswert, wie gut der Gabriel in der Musik ist, wie gut er die Position findet, was er für eine Ausstrahlung auf der Bühne hat und was er auch für ein Tanzpartner ist für die Profitänzerin Malika. Und dann geht auch der Tanz wieder sehr spektakulär zu Ende. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für einen kurzen Moment habe ich gedacht, die küssen sich gleich. Aber Malika ist natürlich sehr, sehr glücklich vergeben an Scholt. Ne? Gar kein Problem. Kommen wir also zur Jurybewertung und es ist was ganz Interessantes aufgefallen, denn es gab ein kleines Malheur mit dem Rock von Malika, aber das ist natürlich bei diesem extrem guten Tanzpaar gar kein Problem. Weißt du, ihr Rock ist hängen geblieben. Das sieht gar keinen. Und das kann man nur so ruhig tanzen, wenn du sagst, ich habe hier einen Partner, der stabil ist, der steht für mich, es kann kommen, was es will. Ich denke, ihr merkt schon, wir bewegen uns bei Gabriel wirklich absolut in den Superlativen. Ja, da kann man wirklich nicht mehr viel sagen, aber der Roche, der findet gute Worte. Von der ersten Bewegung, du warst da zusammen mit Malika und wir haben so angeschaut, wir haben gesagt, wow, was für ein schönes Paar zusammen. Danke dafür, das war wirklich wunderbar. Und dann kam nochmal der Lambi dran und ich finde ganz lustig, was er sagt, denn eigentlich war es ja gar nicht so. Eigentlich haben die Leute draußen ja immer gesagt, ach, der Lambi, der möchte, dass der Detlef gewinnt, oder? Aber der Lambi hat das wohl ein bisschen anders wahrgenommen. Und da draußen sind viele, die sagen, ach, der Lambi, der will ja nur, dass der Kelly gewinnt und so. Ja, soll ich Ihnen eins sagen, warum? Weil er der Beste dieses Jahr ist. Herzlichen Glückwunsch. Und mit der wunderschönen Katze im Hintergrund sagen wir dann einmal, liebe Jury, bitte die Punkte. Zehn. Zehn. Und Joachim Lambi. From Germany to Ireland, 10 points. Und damit kommen wir dann zum allerletzten Tanz von unseren beiden Lieblingen, von Gabriel Kelly und von Malika. Und bevor dann alles losgeht, gab es nochmal ganz besondere Worte von dem Papa von Angelo Kelly höchstpersönlich. Was eine Legende. Du hast wirklich ein Handwerk gelernt, du hast Menschen berührt, du hast uns begeistert. Und ja, wir sind so, so stolz auf dich und haben dich so lieb. Ganze Family.
Angelo. Und ich muss einfach sagen, ich liebe die Kelly Family zum einen dafür, was ihre Geschichte ist, was sie erreicht haben und wie sie das erreicht haben, absolut besonders, aber auch dafür, was sie für eine tolle Familie sind, ein Vorbild in unseren Zeiten. Liebe Freunde, Familie ist etwas so Kostbares. Wenn ihr selber keine gute habt, vielleicht könnt ihr eine gründen. Ich wünsche euch von Herzen, dass ihr irgendwann eine tolle Familie um euch herum habt. Und dann, ja, geht's rein. Der letzte Tanz. Ich bin einfach überglücklich, dass ich mit Gabriel diese Reise erleben durfte. Du hast einfach das besondere Gefühl für die Musik. Das ist unglaublich. Und der letzte Tanz ist im Grunde dann so ein Freestyle, der von allen Tänzen so ein bisschen durchmixt wird. Und dort dürfen die natürlich auch ihre Choreografie sich aussuchen. Und die beiden haben ein ganz besonderes Thema gewählt. Ja, es gibt diese zwei Familien, die eigentlich verfeindet sind. Genau, aber Romeo und Julia verlieben sich trotzdem. Genau. Und dann kommen wir zum Tanz und ich muss euch ehrlicherweise gestehen, ich kann euch den jetzt nicht perfekt präsentieren. Den müsst ihr in der Gänze euch selber angucken, wenn es euch wirklich interessiert. Aber ich habe so gut wie möglich versucht, euch die besonderen Dinge zu zeigen. Und es fängt schon besonders an, denn sie haben diese zwei Familien, die sich hassen, wirklich richtig schön dargestellt. Und dann kam eben auf dem Balkon die wunderschöne Julia. Und das ist auch ein bisschen was Besonderes, denn sie haben nicht nur die Tanzfläche zum Tanzen benutzt. Aber sie sind dann natürlich wieder zurückgegangen auf die Tanzfläche und da ging es dann weiter mit richtig, richtig schönem Getanze. Und sie haben wirklich alles rausgeholt, was sie so hatten in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, muss man ja sagen. Und sie haben das wirklich alles wunderschön vertanzt und es wurde natürlich auch emotional, denn es ist ja auch eine Liebesgeschichte. Und wir müssen uns natürlich auch einmal darauf konzentrieren, um was es hier geht, um Tanzschritte, um Gefühl, um Eleganz und das können die beiden einfach perfekt. Aber was sie auch können, ist Storytelling und das haben sie wirklich richtig gut gemacht, denn wir sind jetzt an dem Moment, wo die beiden, Romeo und Julia, sich lieben wollen. Und da kommt natürlich die Familie und die andere Familie und dann werden die beiden wieder entrissen. Und sie haben es wirklich schön umgesetzt. Und, das muss man auch wieder sagen, sie haben zwischendrin auch immer wieder richtig gut getanzt und hatten auch sehr spektakuläre Momente mit dabei. Aber ich denke, jeder von euch weiß, wie Romeo und Julia endet. Ist es ein Happy End oder ist es kein Happy End? Naja, eventuell sind sie am Ende ja trotzdem vereint. Ja, nur irgendwo anders, auf einer anderen Ebene. Und da kann man wirklich gar nicht mehr viel zu sagen. Es war einfach nur eine phänomenale Leistung. Das war wirklich absolute Champions League. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und Mozzi hat es auch probiert, irgendwie in Worte zu fassen. Von Anfang an habt ihr mit Tanzen überzeugt. Und heute stehen wir hier im Finale. Und was mich an euch begeistert, ist Tanzen. Einfach pures Tanzen. Und das haben die beiden wirklich von Woche zu Woche immer wieder bestätigt. Es war eine unfassbare Reise. Gabriel ist so talentiert. Und ich glaube, diese Finalleistung in allen drei Tänzen, die war allererste Sahne. Finde ich einfach so schön, wenn wir hier in Deutschland am Ende der Saison stehen wir da und sehen so eine Tänzer, wo ich denke, weltweit, das war wirklich spitze. Und damit kommen wir dann zu den allerletzten Punkten und die, ja, sind, denke ich, von vornherein relativ klar. Zeng! Mozzi Mabuse. Zeng! Und Joachim Lambi. Er hat's geschafft. 90 Punkte heute. Hier auch die 10. 3.
Wie der Lambi schon gesagt hat, es gab die 90 Punkte für Gabriel, volle Punktzahl. Das ist natürlich eine extrem gute Leistung. Und wir wollen dann natürlich auch wissen, wie die anderen Paare das gemacht haben. Und deswegen fangen wir jetzt an mit den Tänzen von Jana und Vadim. Jana und Vadim haben in der Show 7 Rumba getanzt. Und wir glauben, wir können das verbessern. Hola! Ja. Ich muss erstmal erwähnen, wie unfassbar verrückt die Brille von Roche aussieht. Also keine Ahnung, was da passiert ist. Aber er hat natürlich auch einen ganz bestimmten Tanz für den Jury-Tanz ausgesucht. Denn es soll ja eine Herausforderung sein. Die Rumba war definitiv nicht mein bester Tanz, aber ich habe sie total gerne getanzt. Und das ist grundsätzlich, auch wenn die Punkte damals nicht ganz so gut waren, natürlich eine sehr, sehr gute Voraussetzung. Und das Allerbeste daran ist, sie hatten ja zum Proben und zum Üben auch noch eine absolute Koryphäe des Faches mit dabei, den Roche. Wenn du nennst ihn... Richtig, oh. Jana. Jana hat sofort angefangen, unanständige Bewegungen zu machen. Und das ist gut. Du nennst ihn. Ja, und diese Verruchtheit und die Sexiness, die Jana natürlich sowieso schon hat, aber von Roche bestimmt auch noch ein bisschen lernen konnte, die hat sie dann direkt eingepackt und mitgenommen, rein in den Tanz. Ich muss ja sagen, ich bin nicht der größte Freund von der Rumba. Ich finde die irgendwie immer ein bisschen schwierig zum Angucken. Aber die haben es natürlich trotzdem gut gemacht. Und Jana, ja, ein unfassbar tolles Kleid, eine unfassbar tolle Frau. Der Tanz ist großartig, Janas Leistung ist großartig. Sie hat sich so doll gesteigert in dieser Staffel und sie hat wirklich... immer und immer mehr dazugelegt und auch mit Vadim, die sind auch einfach echt ein richtig tolles Paar. Und auch wenn ich immer nicht so hundertprozentig genau weiß, wo bei der Rumba getanzt wird, es war sinnlich, es war schön, es war sexy und ich glaube, das reicht dann auch für eine Rumba. Wollen wir doch mal hören, was der Joachim Lambi zu sagen hat zu diesem tollen Auftritt der beiden. Eine Bitte. Schöne, sinnliche, erotische Rumba zwischen zwei Menschen, die sich mögen. Ihr wart immer ein tolles Team, ein fleißiges Team, ein ehrgeiziges Team. Aber auch wenn wir im Finale sind und auch wenn es eine gute Leistung war, es gab tatsächlich auch ein ganz kleines bisschen Kritik. Hier und da hätte ich gerne noch mal so ein bisschen exakter auf der Musik den Schritt gehabt, aber das hat Mozzi schon gesagt, es war eine sehr, sehr langsame Musik. Das ist echt schwierig, aber du hast es wirklich gut gelöst und ihr habt das wirklich gemeinsam für uns, für die Zuschauer, hier aufs Parkett gezaubert. Aber, und da muss man dann sagen, das ist auf jeden Fall schon mal ein kleiner Unterschied zu Gabriel Kelly. Es gab tatsächlich nicht die vollen Punkte. Nein! Yes. Mozzi Mabuse. Nein! Yes. Und Joachim Lambi. Es ist mal was runtergefallen. 9! Wir machen auch ohne Umschweife direkt weiter mit dem zweiten Tanz. Und das ist ja der Lieblingstanz. Und da haben die beiden sich einen ganz besonderen ausgesucht. Und? Oh, Lieblingstanz? Ich sehe den Geist in quickster Ballezeit. Oha. Und der Quickstep von den beiden war diese rockige Nummer, wo ich auch sagen muss, ich bin ja kein Tanzexperte, bei der Nummer fällt es mir so ein bisschen schwer, weil ich die Musik irgendwie gar nicht mit einem Quickstep in Verbindung bringen kann. Aber was man auf jeden Fall sagen muss, die beiden bringen eine unheimliche Energie da rein und das macht beim Zuschauen richtig Spaß. Und ich finde auch, ne, gerade wenn man das vielleicht auch nochmal vergleicht mit dem Tanz damals, die Jana, die ist auch, ja, sie hat so eine gewisse Lockerheit auf der Bühne bekommen. Und das finde ich richtig gut, weil das hat man ihr auch immer so ein bisschen abgesprochen. Also alles in allem wirklich eine absolut grandiose Leistung von den beiden. Das war allererste Sahne.
Ich muss ehrlicherweise gestehen, es ist jetzt nicht mein absoluter Lieblingstanz, habe ich ja gerade schon erklärt. Ich fühle den nicht zu 100%, aber es ist ja auch nicht ganz so schlimm. Die Mozzi, die hatte gute Worte mit dabei in ihrem Rucksack für Jana und Vadim. Quickstep läuft. Man sieht, du hast es einstudiert, du hast es trainiert und du machst dir keine Gedanken und die Freiheit ist dann da und du bist unsere Standard-Queen. Also sehr, sehr gut. Ein gutes Juryurteil, wobei man ja sagen muss, das Problem bei Jana war immer so ein bisschen, dass es zu sehr auswendig gelernt aussah. Und das hat die Mozzi ja gerade auch wieder so ein bisschen bestätigt. Ich bin wirklich gespannt, was gibt es denn für Punkte? Zehn! Mozzi Mabuse. Zehn! Finale! Und Joachim Landi. Nueve! Leider keine volle Punktzahl für die beiden, aber das können die natürlich nochmal erreichen, denn jetzt kommt auch schon wieder der allerletzte Tanz von Jana und Vadim in diesem kompletten, ja eigentlich fürs komplette Leben. Wenn es diese eine Message gibt, die ich nach da draußen wirklich senden möchte, dann ist es an die jungen Girls. Mädels, seid mutig, glaubt an euch und vor allem versteckt das nicht. Und an der Stelle kann ich euch wirklich nur raten, ne, wenn ihr irgendwie ein junges Mädchen kennt, dann zeigt ihr die Sachen von Jana bei Let's Dance. Denn Jana ist ein absolutes Vorbild. Sie ist eine schöne Frau, aber das ist nicht das, worauf sie sich ausruht. Sie ist unfassbar fleißig gewesen, die komplette Staffel. Sie ist so sportlich, sie ist wirklich trainiert. Sie kann Dinge leisten, sie hat Kraft, sie hat Durchhaltevermögen. Sie ist ein wirklich richtig, richtig gutes Vorbild für ganz viele Frauen da draußen hoffentlich. Ich kann gar nicht mehr sagen, dass ich da jetzt unbedingt Erster werden muss, aber... Ich aber schon. Richtig. Eventuell hat Diana auch gemerkt, dass sie jetzt nicht unbedingt die Favoritin ist, aber, und das finde ich auch sehr ehrlich und sehr schön, der Vadim, der würde sich so einen Sieg wirklich, wirklich sehr wünschen. Und ich sage euch so, wie es ist, der Vadim ist so ein Vorzeigeprofi, der ist ja auch schon lange dabei. Ich würde es ihm auch wirklich von Herzen wünschen, dass der endlich mal eine Staffel gewinnt. Ich würde ihm so sehr diesen Sieg gönnen, wirklich aus tiefstem Herzen, weil ich weiß, was ihm das bedeuten würde, über Let's Dance hinaus. Ich könnte ihm diese Sehnsucht erfüllen mit diesem Let's Dance-Sieg. Und das ist wirklich meine größte Motivation. Und dieses Thema hat den Vadim auch richtig emotional gemacht. Diese Final Freestyle ist irgendwie fast wie ein Geschenk aneinander. Ein letztes Geschenk. Aber wir wollen natürlich auch reingucken und der Tanz von den beiden ist auch eine absolute Wucht. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Fangen wir doch mal an mit diesem unfassbar großen Kleid, was dann auf einmal weg war. Und die Jana und der Vadim, die haben sich da wirklich eine großartige Choreografie ausgedacht. Das ist so eine Show gewesen. Das hat so viel Spaß gemacht beim Zugucken. Es gab so viele Wechsel, so viele Switches, wir werden das gleich auch noch sehen. Und es gab Vadim, der mal gezeigt hat, was er so drauf hat. Aber natürlich haben die beiden auch zusammengetanzt und es war einfach toll, es war schön anzugucken, es war mit richtig viel Energie, es war gut getanzt, es war einfach klasse. Und dann gab es eine wirklich interessante, ja, Hebefigur oder man könnte vielleicht auch schon fast Kunststück sagen. Hat mir auf jeden Fall richtig gut gefallen und war, glaube ich, auch gar nicht so einfach. Gegen Ende ging die Kamera dann auch nochmal auf den Vadim drauf, denn er musste ein bisschen Zeit überbrücken, es wurde etwas vorbereitet. Und ihr habt eventuell gemerkt, Beyoncé war so ein bisschen das Thema des gesamten Auftrittes und Diana, die wollte das dann auch genauso beenden wie so eine richtige Pop-Queen und ich sag euch ehrlich, das hat sie auch geschafft. Hey, 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 hey.
Was für eine grandiose Frau, so eine natürliche Schönheit, so eine fleißige, emsige Frau, die so viel gelernt hat, so eine tolle Entwicklung hatte. Und ich bin wirklich glücklich, dass Jana mit dabei war, dass sie sich von so einer Seite zeigen konnte und dass die Leute es auch gesehen haben. Und du hast, ich weiß, wie wir über deine Arme gesprochen haben und den mittleren Finger und alles. Und jede Detail hast du dich so erarbeitet. I'm just sehr emotional. Sie war die einzige Frau im Finale und sie hat das richtig gut gemacht. Ne? Die Mozzi ist ja auch immer für Frauenpower. Und ich bin heute auch wirklich mal auf Mozzis Seite. Diese Frauenpower, die wir von Jana gesehen haben, die brauchen wir auf der Welt. Ich wünsche mir wirklich, dass du noch so viel mehr in dein Leben bekommst, weil wenn man so hart arbeitet und so viel Gas gibt, dann muss es belohnt werden. Und ich möchte sagen, Dankeschön, dass du die Mädchen vertreten hast. Ja. Im Finale. Dem kann ich mich zu 100% nur anschließen. Und dann kommen wir zu den wohlverdienten letzten Punkten für Jana und Vadim. Sing! Mozzi Mabuse. 10! Yeah. Und Joachim Lambi. Was sonst? 10! Yeah. Und damit bleibt nur noch eine große Frage offen. Was ist mit Detlef, Soest und Eckart und was können die heute im Finale erreichen? Und da wollen wir natürlich mal reingucken. Der erste Tanz ist natürlich der Jury-Tanz. Ich freue mich, mit Detlef und Ekaterina ein bisschen langsam Walzer machen zu dürfen. Wir haben den als Jury-Tanz ausgesucht, weil Detlef da noch ein bisschen hart war von der Bewegung. Es war nicht so ganz rund. Langsamer Walzer bei Detlef wird auf jeden Fall interessant, aber er konnte ja auch mit dem Lambi üben und das war, ja, was soll ich sagen, es war ein Po-Grabscher. Die Bewegung kommt nicht hier oben von, die Bewegung kommt eigentlich vom Po aus. Guck mal, geh mal her. Ich mach das immer sehr gerne. Du hast Popo von Lambi angefasst. Wer war das? Ich musste Popo von Lambi anfassen. Er hat gesagt, fass mal an. So, jetzt mache ich das. Ja. Merkst du? Ja. Fragt mich nicht, ob das am Ende wirklich hilfreich war, aber Detlef hat es natürlich mitgenommen, also diese ganz besondere Begegnung mit dem Lambi, und ist dann reingegangen in seinen ersten Tanz. I think to myself. Und wie gesagt, ich bin kein Tanzprofi und vielleicht sieht das gerade wirklich richtig gut aus. Ich muss aber sagen, dass ich Detlef nicht zu 100% abnehme. So ein bisschen wirkt das auf mich, als ob Detlef doch noch ein bisschen steif ist oder nicht so hundertprozentig überzeugt von sich selber. Aber trotzdem war es eine gute Leistung. Alles in allem aber wirklich ein schöner Tanz. Auch, ja, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich fand Detlef nicht hundertprozentig on point. Aber es gab natürlich bei Detlef und Eckart auch wieder eine Vorgabe von der Jury. Und die erfahren wir tatsächlich jetzt nochmal vom Daniel. Ihr hattet ja ganz viele bestimmte Aufgaben. Nur Basisschritte, keine Hebefiguren, nichts, was ablenkt. Das ist die Aufgabe beim Jury-Tanz. Und man muss auch noch eine andere Sache dazu sagen. Der langsame Walzer, der wurde tatsächlich in der zweiten Show getanzt. Das ist also schon wirklich sehr lange her gewesen. Ihr habt den langsamen Walzer als erstes getanzt. Ja. Vor 12 Wochen. Und hier, nach 12 Wochen, können wir Verbesserungen sehen in deiner Bewegung. Yes! Können wir Verbesserungen sehen in deiner Ausstrahlung. Yes! Yes. Können wir Verbesserungen sehen in deinem Partnering. Yes! Also alles in allem ein guter Auftritt. Große Frage nur, wie viele Punkte wird es geben? 9! Mozzi Mabuse. 9! Und Joachim Lambi. 9! Und damit ist Detlef nach seinem ersten Tanz gleich auf mit Jana, aber auf jeden Fall hinter Gabriel. Und wir machen weiter mit dem zweiten Tanz und das wird natürlich emotional, denn es ist der vorletzte Tanz und es ist der Lieblingstanz. Am Anfang der Staffel, als Eckart und ich nach unserer ersten Sendung nach Berlin gefahren sind, habe ich so zu ihr gesagt, ich sehe da einfach teilweise kein Licht am Ende des Tunnels. Und dann hat Eckart völlig trocken hochgeguckt und hat gesagt, ich bin dein Licht.
Und wenn E-Cat dein Licht ist, dann brauchst du dich in deinem Leben, glaube ich, auch nicht mehr zu fürchten. Denn ich glaube, auf E-Cat kann man sich eigentlich immer verlassen. Und genauso dann auch bei dem Auftritt, denn es war wieder ein wirklich sehr besonderer Auftritt. Ey Leute, fragt mich nicht, ja, das ist der Lieblingstanz, sie dürfen den nochmal tanzen und ja, was soll ich sagen, so ein bisschen ikonisch ist er auch. Ja, und jetzt bitte alle zusammen. Bong, bong, waka, duka, 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 deyo, wem, bada, wada, bada, 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 bada. Ich weiß doch auch nicht. Ich glaube, das ist eine Samba. Die machen hier ihre Samba-Sachen jetzt noch. Das sieht auch sehr gut aus. Es ist aber auch einfach ein verrückter Tanz. Ich kann mir nicht helfen. Aber es geht natürlich nicht darum, ob das jetzt ein richtig seriöser Tanz ist, sondern ob es ein guter Tanz war. Und ich glaube, es war ein guter Tanz. Das macht so einen Spaß, wirklich, diese Samba zu sehen, weil das ist Energie, der Rhythmus, der Choreografie, deine Mimik sind sensationell. Und du genießt das, du gibst alles, ja. Weißt du, das ist Körpereinsatz komplett. Ganz toll. Wir wollen natürlich wissen, wie viele Punkte es gibt. Und ich kann euch sagen, am Ende wird der Detlef tatsächlich auch ein bisschen ärgerlich. Yes! Wieso lacht er so? Mozima Büsi. Yes! 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 Auch nur 29 Punkte und damit immer noch gleich auf mit Jana und Vadim. Und dann machen wir weiter mit dem letzten Final Freestyle von Detlef und Ekart. Und die haben sich auch ein sehr besonderes Thema ausgesucht. Und der Detlef, der hat auf jeden Fall Humor. Unser Final Freestyle tanzen wir zum Thema Men in Black. Also Men in Black. Oh, oh, oh. Warte mal, ich wiederhole das noch. Nein, das war gut so. Klappe Nummer 2. Und es gab dann bei jedem Kandidaten natürlich auch nochmal extra Grüße. Und als die Grüße für Detlef kamen, wurde er wirklich richtig emotional. Finale. Oh. Detlef, ich freue mich so, dass du im Finale bist. Wir drücken dir so fest die Daumen. I really feel you earned your place in the final. You two have been awesome. Du hast die letzten Wochen so hart trainiert und wir sind alle total stolz auf dich. Und das können die auf jeden Fall sein, denn bei all dem Gegenwind, den der Detlef auch hatte, weil er ja schon ein Tänzer ist und weil das ja voll unfair ist und so weiter und so fort. Es war nicht so einfach für den Detlef, das glaube ich ihm auch. Und er macht das dafür richtig, richtig gut. Und jetzt bei seinem Freestyle konnte er auch so ein bisschen Hip-Hop mit einfließen lassen. Und ich muss wirklich sagen, jeder Freestyle war wirklich eine wunderschöne Show. Und auch hier Detlef mit seiner E-Cat, die gleich auch dazukommt. Ja, einfach richtig gut. Auch wenn ich sagen muss, dass es alles ein kleiner Fiebertraum war. Denn auf einmal kam Who Let The Dogs Out und Ekart ist ein Man in Black, aber mit einer Nase, Ohren und einem Hundeschwanz. Und der Fiebertraum ging auch einfach weiter, denn plötzlich kam irgendwie so ein silbernes Alien. Ich meine, das hat wahrscheinlich was mit Man in Black zu tun. Ich muss tatsächlich sagen, ich hab's nie geguckt. Stand über mein Haupt. Aber auch Ekart und Detlef haben dann am Ende das Ganze nochmal groß gemacht. Eine richtige Show und es war richtig gut. Und damit endet dann tatsächlich der letzte Tanz von 9 Tänzen an diesem Abend. Und ich muss sagen, es war mir eine wirklich große Ehre, dass ich diese komplette Staffel wieder begleiten durfte. Und es hat mir wieder richtig viel Spaß gemacht. Und dann kommen wir auch zum letzten Juryurteil und ich glaube, dieses Juryurteil ist für Detlef eines der allerschönsten,
Denn dass er authentisch war, das war ihm besonders wichtig. Und du hast es über all die 12 Wochen so toll gemacht. Man kann nicht jeden Tanz 100% korrekt machen, 100% treffen. Aber eins hast du gemacht. Du warst immer das, was Motzi gesagt hat, immer Detlef. Und du hast immer 1000% gegeben. Und das ist großartig gewesen. Danke dafür, Detlef. Und bevor es die Punkte gibt, wurde dann auch nochmal darüber gesprochen, dass es jetzt ja wirklich der letzte Tanz war, wahrscheinlich für immer. Und da wurden die beiden auch nochmal richtig emotional. Ich hab das gerade zu Iket auf der Treppe gesagt und jetzt sprichst du. Sprichst du, sag du mal was. Ich kann mir das wirklich auch vorstellen, nach so einer langen Reise zusammen, nach so viel Schweiß und Tränen, da ist es gar nicht so einfach, davon Abschied zu nehmen, weil es ja auch bestimmt vor diesem Publikum immer ein unfassbares Gefühl ist, Woche für Woche, aber wir sind jetzt bei den letzten Punkten angekommen. Zehn! Motzi Mabuse. Zehn! Danke. Und Joachim Lambi. Hochverdiente 10 Punkte. Und damit, meine lieben Freunde, sind wir durch für heute. Wir haben jetzt alle Tänze gesehen. Es gab natürlich auch noch ein paar extra Sachen. Es gab noch einen Tanz von den Profis. Es gab noch Tänze von den ausgeschiedenen Teilnehmern. All das könnt ihr euch natürlich auf RTL Plus angucken oder eventuell auch auf dem YouTube-Kanal von RTL oder Let's Dance. Also schaut da gerne noch vorbei, wenn ihr möchtet. Aber wir kommen jetzt dann zu der großen Entscheidung, denn wir wollen natürlich auch noch wissen, wer wird Dancing Star 2024? Der dritte Platz bei Let's Dance 2024, der geht an Detlef und Iket. Ich denke, es war vorhersehbar. Ne? Man hat vielleicht in der letzten Show noch mal so ein bisschen gezweifelt, als die beiden als Zweite tatsächlich sicher weiterkamen. Aber ich war mir schon fast sicher, dass die Platz 3 machen werden. Trotzdem eine großartige Leistung. Und dann haben wir jetzt im Finale ein Duell. Jana und ihr wunderschöner Vadim gegen Gabriel und Malika. Dancing Star 2024 ist Gabriel Kelly! Und damit haben wir tatsächlich Gabriel Kelly als Gewinner der Staffel. Und am Ende muss man wirklich sagen, es war absolut verdient. Die Punkte waren aber tatsächlich so aufgeteilt, dass im Grunde jeder hätte gewinnen können. Also die Zuschauer haben tatsächlich komplett alleine entschieden und die Zuschauer wollten Gabriel Kelly und ich denke, das ist auch genau richtig so. Und damit sind wir dann auch wirklich fertig für diese Staffel. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich kann euch sagen, diese Nachtschichten, die waren gerade dieses Jahr gar nicht so einfach. Also es war auf jeden Fall eine anstrengende Zeit und ja, es ist trotzdem auch immer wieder eine schöne Zeit. Und ich freue mich immer wieder darüber, dass es Leute gibt, die diese Videos mögen, die gerne gucken. Und natürlich, ich freue mich auch darüber, dass es Leute gibt, die es vielleicht nicht im TV gucken würden, aber denen ich das Ganze trotzdem näher bringen kann. Also aus ganzem tiefsten Herzen vielen lieben Dank für all eure Unterstützung. Ich werde das jetzt auch fertig schneiden und dann ins Bett gehen. Und dann bin ich auch froh, dass ich dann nächste Woche mal ausschlafen kann und nicht die Nachtschicht machen muss. Beziehungsweise meine Mama hat Geburtstag, ich werde viel feiern. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, einen schönen Tag, was auch immer. Bis dann. Tschüss.